Guten Morgen. Königin der Soßen, es ist Sonntag. Brombeerpastete. Dieses Rezept hier erinnert mich immer an das Sternentautal. Es gibt ein paar Tage im Herbst, an denen das Tal mit den geschmackhaftesten Beeren, die ich je gesehen habe, überfüllt ist. Wenn du es schaffst, dir ein paar unter den Nagel zu reißen, kann ich dir diese simple Pastete nur empfehlen. Super. Mir ist eingefallen, dass ich nicht geguckt habe, was wir dem Drachen mitbringen sollten. Im Skelett. Naja. Kann ja mal passieren. Können wir noch mal kurz gucken. Vielleicht sagt der uns ja irgendwie. Ups, er gibt das wieder raus. Trappt. Wollte ich nicht da reinwerfen. So. Oh, hallo Schatz. Ich werde dich einfach von hier beobachten. Ich mag es, die zu beobachten. Na, na denn. Oh, sind Kürbisse fertig? Wieso sind die so vereinzelt fertig? Naja. Nehmen wir mal mit. Da fällt mir gerade ein, dass ich wieder gießen muss. Ah, ekelhaft. Ich hasse Gießen. So, 14. Ja. Wenigstens ist ein bisschen was fertig geworden. So viel Geld haben wir dann nicht zusammengebracht. Bald haben wir eh wieder Winter. So. Hier, oh, die Artischocken können wir auch ernten. Das finde ich super. Weniger zum Gießen. Endlich. Zwar nicht so viel weniger, aber hey, immerhin. Ich frage mich, wie viel Money Artischocken bringen. So, können wir gleich mal gießen, weil wir schon hier sind. Ach, da oben ist dann auch nochmal zum Gießen. Ja, so ist das. Habe ich mir selber eingebrockt. Naja. Ich wollte es ja so haben. Ich wollte ja Geld haben. Da dachte ich mir so, ich muss übertreiben. Und dann... Upsa. Das nimmt doch auch ganz schön Energie weg, du. Wenn ich jetzt gerade so hinschaue auf meine Energieanzeige, geht schon weg. Wir kommen heute auch nicht mehr so weit. So, so wollte ich es gar nicht tun. Nein, ich habe mich vergossen. So. Ja, ja, schönes Wetter. Oh, mir fällt nichts Besseres ein zu sagen. So. Ist das schon der Krankenwagen? Oder bilde ich mir das nur ein? Hier fährt so oft der Krankenwagen vorbei. Da höre ich dann wahrscheinlich auch ab und zu nur den Krankenwagen, obwohl da gar nichts ist. Ich sehe, hier kann ich auch Brombeeren ernten. Cranberries meine ich. Ich habe noch nie Cranberries gegessen. Ich habe keine Ahnung, wie die schmecken. Aber ich stelle mir vor, dass die gut schmecken. So, eine Kuh. Ich mag Kühe. Ich habe letztens auch eine Kuh gezeichnet. Ja. Zum Thema Zeichnen. Ich werde jetzt dann nach dieser Folge, denke ich, werde ich mal weiter zeichnen. Heute ist bei mir jetzt gerade... Ja. Auf jeden Fall nicht mehr anfangen. September, sondern schon eher geht zum Ende hin und ich habe immer noch nicht so viel gezeichnet. Ich habe eine einzige Zeichnung fertig gebracht bei der zweiten Zeichnung. Ja, ist es an der Tasse gescheitert, weil ich möchte eine Tasse zeichnen. Und ja. Und da meine Lust ist, ist es halbwegs auch gescheitert. Dafür habe ich andere Sachen geschafft. Und ich möchte halt wieder weiter zeichnen. So. Ach so, oh. Eine uralte Frucht. Cool. Kann ich ernten. Sie schlummert seit Äonen. Warte. Dann kann ich ja die uralte Frucht hier reinwerfen. Kommt ein Samen raus. Na, mach mal. Komm.
Na komm. Da kam nur eine uralte Frucht raus, was ich relativ schade finde. Aber hey, besser als keine uralte Frucht. Dann gehen wir den Kürbis wieder verkaufen. Zwar nicht alles, aber naja, ne? Haben wir dann nochmal schon. 4 Tage im Herbst. Ja, machen wir auch mal weg. So guckt er eigentlich rein. So. Weg damit. Weg damit. Weg damit und weg damit. Und weg damit mit dem guten Kürbis. Das kommt auch weg. Was haben wir hier noch übrig? Achso, da ist nur die Orangengelee. Orangengelee. So, die Artischocken kommen in den Herbst. Haben wir da auch Artischocken? Warte, hier sind rote Beete-Saat. Das heißt, die rote Beete kommt in den Herbst. Dann kommen auch die Cranberries rein. Und der Kürbis. Na, hier nochmal 2. Käse. Kommt hier rein. Achso, die wollte ich ja verkaufen. Jetzt habe ich schon wieder mal reingetan. Was tue ich denn? Raus! Ich soll es verkaufen. Ich dachte, das war Gold. Ja, ich habe Lila mit Gold verwechselt. So, Schatz guckt immer noch irgendwo rein. Irgendwo mitten in die Pampa. So. Mit. Ja, ich werde jetzt nicht mehr viel anpflanzen. Heute ist der letzte Tag, glaube ich, wo ich die Kürbisse anpflanzen könnte. Ich habe keinen Bock. Ich war noch nicht fertig mit dem Gießen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Das ist doof. Ich muss noch weiter gießen. Ich hatte mich schon gefreut, dass ich fertig bin mit dem Gießen. Krass. Zu früh gefreut. Ach, zu deiner Tante muss ich auch noch gehen. Ah, mir läuft die Zeit weg. War ich schon im geheimen Wald? Ich habe echt keine Zeit. Wenn ich noch gießen muss. So viel Arbeit. So, mein Pferdchen. Ich habe doch voll das Bedürfnis, die Bäumchen wegzumachen. So, mein Tier werden heute mal nicht gestreichelt. Keine Zeit. Keine Zeit, keine Zeit. Für den Rosenhonig. Super. So, schauen wir mal. Schauen wir mal, was die so hat. Die Tante. Dann gehen wir noch in den Geheimwald auch noch. So. Pfannkuchenholz, Oktopus. Den würde ich gerne selber fangen. Frühlingsfahrt. Frühlingssaat. Meine ich, nicht Frühlingsfahrt. Lol. So. Und da haben wir unsere Dinger. So. Ich gehe mal weiter. Wunderbar, wunderbar. So. Da unten nochmal. Komme ich nicht durch, bin ich zu fett. Wie immer. So. Noch 2 Tage, dann sollte das fertig sein mit dem Hartholz. Gell, mein Pferd? Mein Pferd. So, machen wir unten die Bäumchen weg. Da sind wieder neue Bäumchen. Ein Zug. Hallo, Abigail. Was soll ich heute tun? Ja, was ist los? Ich sehe hier etwas. Ist das etwa ein Artefakt?
zwei Golderz. Immerhin. Naja, wenn wir schon hier sind. Ich nehme immer Sachen vor, mache dann doch anderes. Tut mir leid. Aber so ist nun mal Stardew Valley. Ich möchte das tun, ich möchte das tun. Oder Tag ist nicht lang genug. Wenn man dann noch selber gießen muss, ist es halt extrem doof. Ein Pferdschlag gelangweilt. Da passt es natürlich wieder nicht durch. Muss mein Pferd mal auf Diät setzen. Dann passt vielleicht auch dazwischen durch. Nee. Was ich mir auch mal gedacht habe, was ja sehr interessant ist. Man denkt, Pferde essen ja eigentlich nur so Gras und so ein Zeug, was die halt so finden in der Natur. Und ja, die können trotzdem so ein riesengroßes Gewicht haben. Krass, oder? Dann gibt es dann tatsächlich die Leute, die Fleisch essen, die wo dann so sagen, so, hey. Also es gibt nicht alle, ich sage ich nicht, ja, aber viele sagen dann so, hey, wie kannst du überhaupt überleben nur mit sowas? Klar, das sind jetzt keine Omnivores, so wie wir, sondern Herbivores. Also die fressen nur so ein Zeug, aber trotzdem, dass sie da die Energie rausziehen können aus dem Essen, um so ein Gewicht zu haben, krass. Wenn man als Mensch so ein Gewicht haben möchte, was man da alles essen müsste. Also, finde ich schon etwas beeindruckend. So. Oh, da ist eine Brombeere. Das ist immer noch total versifft hier. Würde ich auch gerne aufräumen. So, mein Pferd. Das passt hier wunderbar rein. Das ist gut mit den Farben, farblich. Wunderbar. Oh, Sam. Hi, Sam. Die erste Woche des Herbstes ist schon vorbei. Mann, das ging schnell. Aber egal, ich bin nur froh, dass du mich besuchst. Hä? Also, hast du Neuigkeiten auf Lager? Ich glaube, Sam ist ein bisschen zu cool für mich. Das ist nicht mein Typ. Ich habe mir schon mal überlegt, kurzzeitig, ob ich Sam heiraten mag, weil irgendwie finde ich ihn schon nett, aber der ist nicht mein Typ. Bin ich schon sehr zufrieden mit Sebastian. Das ist mein Typ. So düster. So. Mal gucken. Dann können wir vielleicht sogar noch irgendwas herstellen. Wäre doch mal was. So wie zum Beispiel Holzkohle, Eisen, Ahornsirup. Kupfer, Holz und ja. Ich glaube, nehmen wir mal das hier fast. Wollen wir da Kupfer? Das ist Kupfer. Eisen. Und Eichenharz. Können wir vier herstellen. Ja, besser ist nix. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt haben wir auch kein Eisen mehr. Super. Naja. Was ist weg damit? Dafür haben wir wieder vier Fässer. Dafür haben wir wieder vier Fässer. Interessant, der Satz. Ach ja, und ich wollte mir auch noch Käse-Ding herstellen. Holz, Kupferbahn. Das hier. Kupferbahn. Was brauche ich dazu nochmal? Holz und Stein. Holz und Stein. So. Eins. Zwei. Aber wir sind schon mal zwei. So. Tut mir leid wegen dem Lärm. Das ist mein Stuhl. Ha. Hier mal gucken. Oh, eine Feder. Das ist erst 20. Krass. Ja, scheiß Haar.
Mich nervt er da draußen. Am wenigsten schreibt er nicht so wie der Vorgänger. Der Vorgänger hat ununterbrochen geschrien. So. Das hier weg, und das hier und das hier. Jetzt mal wieder Schottenmayonnaise, weil was können. Wo habe ich die denn jetzt da? So, da noch eins rein. Schön. So, da la. Ja. So. So, nein, möchte ich nicht essen. Ich überlege mir gerade, wenn ich jetzt die hier dahin baue. Schaut das dann doof aus? Müssen eigentlich auch vier hingehen. Das ist zwar jetzt nicht optimal, aber naja, ne? Immerhin. So, hier. Wieso passe ich hier nicht durch? Im Real Life würde ich den Bauch einziehen. So. Hat er sonst noch was übrig gehabt? Ja, die Dinger rein. Hier. Sortieren. Dann machen wir hier nochmal Trüffelöl. So. Wunderbar. Ein Pferdchen. Weg mit der Mayonnaise und... Oh, ich wollte ja unten noch meine Dinge aufstellen, bevor ich es vergesse. Meine Fässer. So, mach mal. Versuch nicht zu laut zu sein, deswegen hört sich meine Stimme komisch an. So. Ich bin ja nicht alleine zu Hause. So, wunderbar. Und hier nochmal. Ich überlege gerade, soll ich denn hier auch nochmal Marmelade machen? Oder nicht? Ich glaube eher nicht. Fünf reichen. So, dann haben wir die Feenrosen. Ja, wunderbar. Na, hier nochmal Käse. Ist das jetzt der restliche Käse? 1, 2, 3, 4. Achso, und da haben wir noch zwei. Dann haben wir überall Käse drin. Ja, so. Die Katze schläft im Stehen. Na, Schatz. Vielleicht habe ich zu viel Kaffee getrunken. Ich bin nicht besonders müde. Ich versuche mich immer noch an den Tagesrhythmus auf dem Hof zu gewöhnen. Ich war immer bis 5 Uhr wach und habe dann manchmal bis 2 Uhr nachmittags geschlafen. Ach ja. Ich war manchmal auch bis um 10 Uhr wach. Naja, ich bin kein gutes Beispiel. Jetzt schon. Früher war ich es nicht. So, wunderbar. Sind wir schon mal 15 Tage im Herbst?